Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück. Zu einer neuen Folge. Von jetzt. Oh, my father, I have broke your hest to say so. Good. Play. Admired Miranda, indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time had listened to. Many a time, the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize to me. Apologize to your scene partner, who's been very accommodating, and to your other fellow actors, and most of all, to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Life is strange before Rachel the storm. Looks awesome. This is getting as surreal as last night. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite Rachel, what? As always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... My affections are then most humble. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Sometimes, when you meet someone who's going to change your life, you just know it, I guess. Also, you've got parents coming to see the show, right? At 20 bucks a ticket, it's gotta be true love. Wow. A romantic and a cynic. That actually kinda helps me. Thanks. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh, no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Your eye looks fabulous. Where'd you get it done? What? Just kidding. That asshole really clocked you. It wasn't a big deal. I'll just be a minute. Okay, so why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah, sure. Okay, get the belt. Don't say any stupid shit and don't, like, fall down. Should be doable, right? Ich denke, das dürfen wir hinkriegen. Da ist ein Item. Ein Poster erstmal. Noch ein Poster. Gucken wir erstmal das an. Sweet collar, Pepe. Should be life is drama. Hm? If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally would have auditioned for the Tempest. I guess the Prescott donation doesn't cover this. Noch was hier? Da, Computer. Okay, erstmal, was ist das? Will's nicht ansehen. Stiftebehälter, wow. Hey now. Sharing is caring. Stifte für den Inspizienten, niemand sonst. Alias Steph. To internet or not to internet? That's I have the question. Feelings about this. Most of them are not good feelings. Firewalk, Night, du siehst scharf aus. Achso, das hatten wir schon mal. Why do theater kids take themselves so seriously? Rachel Amber als Prospera. Oder Prospera. Rachel Amber, eine neue Schülerin der Blackwell Academy, beeindruckte in ihrem Vorsprechen mit einer herzzerreißenden Lesung von Blanche aus Tennessee, Williams Endstation Sehnsucht. What? Okay. Rachels andere Interessen umfassen Sport, das Debattierteam, Spendensammlung auf Booster, lokale Geschichte und Natur. Sie hofft eines Tages auf den Bühnen des Broadway und der Kinoleinwand in Hollywood zu stehen. Nathan Prescott als Caliban.
Nathan ist ein geliebter Sohn der ältesten und einflussreichsten Familie von Acadia Bay und hofft, dass seine Vorstellung in Der Sturm das Vermächtnis des Prescott-Namens an der Blackwell Academy noch erweitern wird. Die Darstellung von Caliban war eine Herausforderung für den Zehntklässler, der seine Freizeit mit Sportfotografie und seinen Freunden verbringt. Dana Ward als Miranda. Dana ist in der 10. Klasse und trat im letzten Jahr in zwei anderen Produktionen an der Blackwell Academy auf. Dana mag Football, Forwards, Bigfoots, Social Media und Tanzen. Sie hofft, in der 12. Klasse ein Mitglied des Vortex Clubs zu werden. Hayden Jonas als Ferdinand. Diese Aufführung markiert den Einstieg von Hayden Jones in die Theatergruppe der Blackwell Academy. Er sprach als Ergebnis eine Mutprobe vor und wie sich herausstellte, genießt er die Schauspielerei tatsächlich. Er ist im 10. Jahrgang und zu seinen Interessen zählen Sport, Kräuter und lange Spaziergänge im Wald. Kräuter? Oh. Juliet Watson als Ariel. Juliets Hauptinteressen sind Journalismus und sozialer Aktivismus, doch sie ist sehr aufgeregt, in diesem Frühling ihren ersten Auftritt als Ariel zu bestreiten, dem unberechenbaren und mächtigen Geist, den Prospera verzaubert und ihrem Willen unterworfen hat. Travis Keaton, Regisseur. Travis Wilbury Keaton ist ein Veteran des Broadways und dient der angesehenen Blackwell Academy als Lehrer der Schauspielkunst, Mentor und Freund. Er hofft, dass seine bescheidene Neuinterpretation von Shakespeares Meisterwerk die zukünftige Generation an Anführern dieses Landes dazu inspirieren kann, nach Größe zu streben und niemals sein Motto zu vergessen. Ars Gratia Artis. Okay. Inspizient Steph Gingrich. Whatever. Technische Crew: Adam Glenn, Gina Yao, Stella Hill, Jason Redford. Tongestaltung: Brooks Scott. Design des Programms: Poster: Evan Harris. Besonderer Dank an Director Wells, Rose Amber, Caroline Prescott, Helen Christensen, Bernadette Hoida, Samuel Taylor und besonders die Prescott Stiftung. Alles klar. This poster definitely says something. Irgendwas, ja. RA will suck as Prospera. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. Talent? Is that what got Mr. K to cast you, slut? Guess they don't call it Drama Lab for nothing. Oh yeah. What to say, what to say. Etwas erwidert? Flittchen anpraggern. Slut-shaming is so 2009. VC should know. Okay, Rachel Amber. Ich weiß nicht mehr, wer VC ist. Egal. VC. Rachel looks so happy here. Oh. Ist niedlich. There's Rachel's belt. Guess I'll go give this to Rachel now. Ja, Mann, geben wir den mal Rachel. Must be 100 costumes in here. Am I the only student who's not in this show? Möglich. Rachel Amber, drama star and guardian angel. I still can't believe that was her last night. Kannst du ruhig. Kannst du ruhig. Save my life. Get some ink. Du hast gerade so lange dafür gebraucht, diesen Heiligenschein zu malen, Chloe. Really?
Ups, falscher Knopf. Oh, wir haben noch einiges wieder zu lesen, merke ich gerade. Doch. Hier? Nein, doch hier. Ja, ja. Hier. Okay. Max. Hab ich dir je von Nathan Prescott erzählt, alias das verwöhnte Arschloch-Baby? Erinnerst du dich an diese alte Frage, was wäre, wenn du in der Zeit zurückreist und Hitler ermordest? Ich mache mir Sorgen, dass ich dieses Attentat gerade verhindert habe, als ich dazwischen gegangen bin, als Nathan von Drew vermöbelt wurde, dem Footballer und allgemein wütendem Teenager. Vielleicht werde ich im Alter weich. Hab mit Elliot gesprochen. Er war super nett, wie immer. Er wollte mit mir rumhängen, wie immer. Und ich war unverbindlich, wie immer. Armer Kerl, er ist echt hartnäckig. Es muss schwer sein, sich einen Scheiß für mich zu interessieren. Okay. Wo ich gerade bei sich einen Scheiß interessieren bin. Ich habe heute Morgen mit Steph und Mikey gespielt. Es war nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, ob ich die Energie habe, mich fortwährend zu interessieren für irgendetwas. Es sollte mich vermutlich stören, dass mir alles so egal ist, aber dann müsste ich mich ja für etwas interessieren, oder? Chloe, die Zwickmühle. Drew North ist Mikeys älterer Bruder und die zwei könnten nicht unterschiedlicher sein. Drew ist ein Sportler, die Art, die jeden Tag Stunden im Fitnessstudio verbringt und seinen Bizeps Namen gibt. Ich war noch nie bei einem Bigfoot-Spiel, aber wie ich höre, ist er echt gut darin, Zeug in anderes Zeug zu werfen oder so. Goes into das, pretty sure. Ja, ich denke, der Football geht in den Arsch. Mikey hat mir erzählt, dass Drew mit einem Sportstipendium zur Uni will, was gut ist, denn seine Familie ist noch ärmer als meine. Sein Vater war einer der Fischer, der durch die Prescotts seinen Job verlor. Wie man sich vorstellen kann, steht Nathan deswegen auf Drews schwarzer Liste. Keine Liste, auf der man erscheinen möchte. Gewinnt im Krieg zwischen Blödmann und Scheißkerl überhaupt irgendwer? Jedenfalls glaube ich nicht, dass Drew wirklich ein schlechter Kerl ist, aber ich weiß es nicht. Es ist, als existierten wir in verschiedenen Ebenen der Realität, die sich zufällig in derselben Schule befinden. Von mir aus kann es gern so bleiben. Nathan Prescott ist das goldene Kind der Prescotts, der ältesten, reichsten und mächtigsten Familie von Acadia Bay, die einen auch oft und gerne daran erinnert. Nathans Vater arbeitet im nautischen Bereich. Ich glaube, es hat etwas mit dem Ermorden von Seehundbabys und sie in Todesstrahler fürs Militär zu verwandeln zu tun. Oh Gott, lesen ist schwer, ne? Aber ich kann mich nicht an die Details erinnern. In der Stadt gibt es jedenfalls viele Leute, die Prescotts hassen, eingeschlossen all der Fischer, die er um ihre Arbeit gebracht hat. Und mit Fischern willst du dich nicht anlegen. Die stinken. Nathan ist seltsam. Er ist extrem privilegiert und doch düster und nachdenklich. Obwohl er ein Arsch ist, tut er mir manchmal leid. Er ist einfach nur dieser komische Typ, der seinen eigenen Müll durchschauen will. Aber er muss so tun, als sei er all diese Dinge, die ihm eindeutig nicht liegen. Wie ein Sportler oder einer der coolen Typen. Man kann sehen, dass es ihn fertig macht. Natürlich ist die beste Medizin gegen Mitleid für Nathan tatsächlich mit ihm zu reden. Dann fällt einem wieder ein, was für ein wunderbar hassenswertes Gesicht die Prescott-Gene ihm gegeben haben. Nathan tut mir irgendwie echt schon leid, ne? Auch schon in Life is Strange 1 tat er mir richtig leid. Und lol, ich merke gerade, das Bild von meiner Cam ist nicht mehr, die Umrandung von meiner Cam ist nicht mehr da. Liegt vielleicht daran, dass ich das umgelegt habe. Ein Speicherort davon. Nee. So, zack. Besser. Nein. Nicht Max. Rachel. Wie soll man Rachel Amber beschreiben? Ich suche nach den richtigen Worten, seit ich sie getroffen habe. Das Verrückte an Rachel ist, dass ich sie hassen sollte wie die Pest. Sie hat nur Einsen. Alle Welt, Lehrer wie Schüler, liebt sie. Sie steht total auf Schauspielerei und ich habe gehört, sie hat einen Nebenjob als Model, in dem ihr Staatsanwaltvater und ihre Stepford-Hausfrau-Mutter sie wahrscheinlich unterstützen. Das alles klingt nach dem Rezept für Schrecklichkeit. Und doch ist Rachel irgendwie so gar nicht die erwartete Art goldenes Kind wie mit Privilegien. Sie ist überhaupt keine Art Typ. Sie ist vermutlich die überraschendste Person, die ich je getroffen habe.
Und das sage ich nicht nur, weil sie mir beim ersten Treffen auf einem Rockkonzert half, ein paar zwielichtige Typen abzufertigen. Es ist eher eine Aura, die sie umgibt. Wenn du mit ihr zusammen bist, ist alles möglich. Not right, Miau. Scheiße, das klingt, als wäre ich in sie verknallt, oder? Hoffentlich gibt sie bald etwas Fürchterliches über sich selbst preis, wie Briefmarken sammeln oder eine Liebe für Katzenmemes. Irgendetwas, das sie etwas weniger unbeschreiblich klasse macht. Alles klar, ich wollte mir noch das Foto ansehen. David Schrott. Gefängniswand. Oh, ich habe wieder zwei Sachen überlegt, wie es aussieht. Scheiße. Überlegt, übersehen. Sometimes you just gotta turn up the heat. Wo sind die ganzen Stifte? Ich weiß, du hast es, Hayden. Alles klar. I'm gonna guess it's from Logan. Dana, du bist wunderschön. Willst du mit mir ausgehen? Ich find's super. Von Logan. Rate wer. Alles klar. Rachel? Is this your belt? Yes! Thank you. I really liked your costume. Thanks. So, did you bring flowers for my dressing room? How about a belt instead? Perfect. I'll let you finish changing now. Chloe Price. Rachel Amber. Last night was amazing. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth, I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have to end? Maybe it doesn't have to end. Exactly. How would you like to join me on a little field trip? Fuck yes. I was born to ditch. I hoped you'd say that. Now about that eye, that is a hell of a battle scar. Do you want me to cover it up with some makeup? Are you kidding? This is a badge of honor. Respect. Let's get the hell out of here. Alles klar. Gut, Leute, aber es passt perfekt fast. Wir haben noch knapp 2 Minuten zum Part. Ende, sag ich mal, 20 Minuten halt. Eine Minute circa. Ich speichere gerade, neuer Szenenwechsel. Ich würde sagen, kann das Spiel nicht mehr. Jetzt kann ich's. Okay, ich war jetzt gespeichert. Alles klar. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.